Trader. Mit uns hast du gute Karten. Da sind wir wieder. Hallöchen. Falls ihr euch noch erinnern könnt, wir haben schon einmal in dieser Konstellation gespielt. Spielst du dasselbe Deck? Ich hab vorhin nicht drauf geachtet. Nee, ich spiele ein anderes. Ja, wir sind jetzt in der zweiten Runde bei Trader Locals. Kauft euch auf jeden Fall Tickets. Dann können wir auch mal gegeneinander spielen. Wird bestimmt gut. Und ja, wir hoffen, ihr habt ein schönes Spiel. Das Würfel ist gut. Sagen wir mal hoch entscheidet. Jo. 10. Ist nicht so freudig irgendwie. 9. Dann darfst du gerne anfangen. Ich darf anfangen. Ja, okay. Und auf ein gutes. Auf ein gutes. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber mal sehen. Ja, schauen wir mal. Draw Standby. Ja. Main. Würde ich anfangen mit... Salamander-Katalysator. Zeige ich dir vor. Und Bro, Jäger der finsteren Welt. Quasi, ich zeige zwei Unterwälder vor. Einer wird gespecialt und der andere wird abgeworfen. Okay. Dann Special und der wird abgeworfen. Dann Effekt Bow, um eine Karte zu ziehen. Ja. Dann Set 1. Effekt Danger Mottenmann. Ja. Willst eine random Karte, die wird abgeworfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo. Die Mitte. Genau, dann specialt er sich jetzt und ich ziehe eine Karte. Jo. Puh, dann gehe ich Overlay. Wer kommt da jetzt, der Dugarris? Ja, natürlich. Dugarris, ich kann den Effekt nutzen, Kosten, hänge ich zwei Materialien ab, dann ziehe ich zwei Karten, discard eine und überspringe meine nächste Drawface. Jo. Und klickt dir mal das rein. Discard ich mal. Kaiju. Another one. Jo. Dann verlockende Finsternis. Zieh zwei Karten. Bin ich ein Finsternismonster? Oh nein, ich habe keine Finsternismonster. Ich muss meine Hand abwerfen. Bin ich Chupacabra? Ja. Und weil es so schön war, machen wir es direkt normal. Klar. Zwei. Ich kurz überlegen. Ja, bin ich Nessie? Ja. Dann, ich weiß nicht, was so gut ist. Ich mach Kernzerstörung. Wir beide dürfen, ne? Ja. Uiuiuiui. Wir sind es leider nur zwei. Ja, wir sind fünf. Zwei. Ja. Fünf. Habe ich Effekte und zwar Chain 1 Ceruli, Chain 2 Rainbow. Ja. Das heißt. Was suchen darf mit dem Rainbow. Ja, müssen wir so machen. Müssen wir so machen. Wird kein Weg drum. Werde ich jetzt wieder gehört. Ja, aber ich glaube tatsächlich nicht zu oft. Nicht zu oft. Trotzdem Kacke, das sind. Ist es er oder genau, ist es der andere? Genau, dann kommt jetzt Effekt zur Ruli. Ah, eine Karte, das, okay. Das specialt sich jetzt auf deine Seite. Mhm. Und dann sagt er, dass der Gegner eine Karte abwerfen muss, also in dem Fall ich. Dann werfe ich einmal Silver ab. Ja. Dann Effekt Silver, der specialt sich um das zwei Handkarten und das Deck leeren. Die darf ich aber aussuchen, ne? Ja. Dann einmal die. Ah, das hätte ich vielleicht doch nicht machen sollen. Dann einmal. Schlecht. Vielleicht will ich die doch behalten. Nee, gucken wir mal die beiden. Dann machen wir weiter. Gehe ich in.
2. Jo. Mudcracker. Jo. Kann einiges, glaube ich. Genau, die hat Protection, wenn Unterwäldler von mir in Kampf- oder Karteneffekt zerstört werden würde. Darunter auch sie, ne? Genau, okay. Kann ich stattdessen ein anderes Unterwäldlermonster als Tribut anbieten. Und ich würde gerne den anderen Effekt nutzen, und zwar kann ich ein Unterwäldlermonster in meinem Friedhof targeten. Zum Reborn. Ja. Das ist der Target, dann discard ich eine und dann wird er gespecialt. Discard. Ja. Special. Dann Effekt Snow zum Suchen. Ja. Such mir eine Darkhold-Karte. Darkhold-Karte oder Monster? Nee, Karte. Such ich mir Genta. Ja. Ich würde direkt den Effekt von Genta nutzen, ihn abwerfen, um mir die Vielzahl zu suchen. Vielzahl Tore. Jo. Ich bin jetzt auch noch gelockt auf Unterwäldler und ich darf die nicht weglinken. Ja. Dann würde ich die Tore auch aktivieren. Ja. Alle Unterwäldler erhalten 300 ATK und Death. Und ich kann einmal pro Kopie kann ich ein Unterwäldermonster verbannen, dann ein Unterwäldermonster abwerfen und eine Karte ziehen. Würde ich gerne machen. Ja. Kosten. Discard. Ziehe ich eine Karte. Dann Effekt Genta zum Special, weil er verbannt wurde. Ja. Das, man kann ihn nur einmal specialen, habe ich auch gelernt. Duell, oder? Einmal pro Runde. Okay. Also nicht nur verbannt, sondern generell specialen. Dann Special Summon, indem ich den Genta zurück auf die Hand gebe. Mhm. Das ist kein Effekt, das ist nur ein Special Summon. So viele Texte, ey, und so lange. Obwohl die eigentlich recht easy sind alle. Ja. Und dann würde ich nochmal den Genta nutzen, wenn nicht uns ist, und die Tore suchen. Gönn dir. Das ist schön. Das ist schön. Moment habe ich noch nicht. Dann würde ich die Tore auch nochmal direkt aktivieren. Ja. Dann Effekt Tore kosten. Discard, Karte. Für Kontext, ich add Card Destruction aktiviert, deswegen muss ich meine Hand abwerfen. Dann Effekt Rainbow zum Suchen? Ja. Leider schon aufhören. Das gefällt mir gar nicht. Auch für mich gar nicht so schön. Kann ich noch irgendwas Schönes machen? Hätte ich eine Karte, ja. Dann würde ich passen. Ich in die Dorfes gehen. Standby. Und Main. Joa. Was wollen wir denn machen? Nicht viel, hoffentlich. Kann ich, glaube ich, an mal einen Himmelsjäger mit Modul März weg. Okay. Die Karte erlaubt es mir jetzt, einmal pro Spielzug eine andere Karte auf den Friedhof zu legen, und dann kannst du nicht mehr auf Zauberkarten von mir drauf reagieren. Außerdem in der Endphase kann ich so viele Skystriker-Karten vom Friedhof wieder aufs Spielfeld setzen, wie ich in diesem Zug aktiviert habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 3 Skystriker-Karten, Zauberkarten aktiviere, kann ich auch 3 wieder setzen, sofern ich Platz habe. Die werden aber verbannt, wenn die das Spielfeld verlassen. Okay. Würde ich gerne den Effekt aktivieren. Jetzt kannst du nicht mehr auf Zauber reagieren. Machen wir mal insofern weiter, dass ich einfach Schatz Loch sag. Ja, das ist dann wohl leider so.
dass ich auch so viele Spells im Grave habe. Das finde ich cool. dann mache ich weiter und aktiviere die Hornissenbrunnen. Wenn ich keine Monster in der Main-Monster-Zone habe, kann ich einen Skystriker-Arzt-Token beschwören. Das ist Finsternis, Stufe 1 und hat 0-0. Und wenn ich 3 oder mehr habe, bekommt es 1500 Push für beides. Alles klar. Genau, in Verteidigungsposition ist wichtig anzumerken. So. Ich mache weiter mit dem Token an der Link 1. Außerdem, ich lege mir hier mal Counter drauf, damit ich mich erinnern kann, wie viel ich am Ende wieder setzen kann. Gehe ich in der Hayate. Ja. Würde ich gerne in die Battle Phase antreten. Jo. Würde ich gerne mit 1500 direkt angreifen. Ja. Und den Effekt aktivieren. Shenanigans. Ich darf mir jetzt eine, also wenn sie einen Angriff deklariert oder ne, bla bla bla. Falls diese Karte nach der Schadensberechnung, falls die Karte gekämpft hat, darf ich eine Himmelsjägerkarte auf den Friedhof legen. Das wäre. Die Engage. Die gute. Dann würde ich in die zweite Mainphase gehen. Ich kann eine Link 1 machen. Zu Kagari. Den Effekt aktivieren. Ich würde gerne meine Engage-Targeten und auf die anderen. Du targetest? Ja. Du kannst sie. Du kannst eine Zauberkarte in deinem Friedhof wählen. Füge ihn deiner Hand hinzu. Achso. Bringt. Kannst du sowieso setzen. Also. Dann würde ich die auch gerne aktivieren. Ja. Darf mir jetzt eine, also solange ich keine Monster in der Main-Monster-Zone habe, darf ich mir jetzt eine Himmelsjäger-Karte der Hand hinzufügen und wenn ich 3 oder mehr Zauberkarten im Friedhof habe, darf ich noch eine ziehen. Das ist. Also der Witwe mit Anker. Eieiei. Ei, ei. Würde ich gerne noch eine ziehen. Dann mache ich weiter. Mache ich an der Link 1. So, Shizuku. Ich habe zwei Karten verdeckt. Gehe in die Endphase. Und dann würde ich gerne zuerst Netzwerk aktivieren. Würden wir nur eine setzen, das wäre die Hornissenrune. Und dann würde ich gerne Shizuku aktivieren, die ermöglicht mir in der Endphase eine Himmelsjäger Zauberkarte zu suchen, die ich nicht im Friedhof habe. Dann muss ich überlegen, den gebe ich denn auf der Bahn. Den Korridor, der ist erst in 2 Tagen, ist erst liegen. Wenn das die neue Spell ist. Ich glaube, der ist Korridor. Jo. Dann das so. Alles klar, dann Draw. Ja. Ich leg hier auch einen Counter drauf, damit wir wissen, dass hier verbannt wird. Standby. Ja. Main. Wie machen wir es? So schade, dass Antispell gerade nichts macht. Hat der noch irgendeinen Effekt? Alle deine Monster verlieren 100 für jede Zauberkarte im Friedhof. Das sind jetzt gerade 1, 2, 6, 600. Okay. Stimmt, du hast keine Drawface wegen Dugaris. Ich hab keine Drawface. War eine Nessie. Ich bin drauf, ich bin real. Gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Effekte, Tore. Kosten, ich muss Kosten bezahlen. Drawface vergisst man ganz schnell immer bei Dugaris, das ist gefährlich. Ja, gerade so stimmt. Für Tournaments. Wen hast du verbannt? Den Genta. Jo. Discard. Chain 1, Target zum Schießen. Ist einmal die. Chain 2 zum Special. Jo. Ja, hallo. Was habe ich jetzt bloß in der Hand? Man weiß es nicht.
Welches haben? Der sagt. Ja. Dann Special Sum. Ich glaube, die angebe. Ja. Dann. Einmal Tore müsste ich noch haben, ne? Checkt Genta, um die Tore zu suchen. Ja. Sieht trotzdem nicht schön aus. Gespecialt hast du ihn schon, ne? Ja, kann ich nicht mal specialen. Dann würde ich die Tore auch aktivieren. Ja. Dann Effekt Nessie. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier. Sehr schön. Sehr schön. Das mit einem Special ist nur once per turn, oder? Nee, das können wir immer. Dann Effekt. Würde ich gerne eher zum auf den Gesell von Nessie. Also du bist Tornpair, genau. Chain 1, such dir. Stufe 5 oder höher Monster. Achso, weil er Discard von stimmt. Ja. Würde ich gerne Shark Cannon auf den Rainbow machen. So, was macht er? Verbannt? Ja, ich verbanne ihn erstmal. Okay. Dann ist Resolve, weil ich 3 oder mehr im Friedhof habe, dann würde ich ihn ja gerne auf meiner Spielfeldseite. Ja, aber erstmal darf ich ja noch suchen, ne? Das ist ein Effekt. Achso. Kann aber nicht angreifen. Schön, schön. Ja, schwierig. Wie viel verliere ich gerade? Wie viel Attika? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 800. 800, ich habe 300 Push, das heißt, ich würde drüber kommen. Heißt, ich könnte. Das ist gut. Dann suche ich mir. Koffer? Ja. Face gehen. Ja. Ich verliere 800, hast du gesagt, ne? Genau. 300 Push, das heißt, er ist bei 2, 3. Oder nicht? Der bekommt doch 300. Deiner, sind dann 3000, 2, 800. Rechnen so, ne? Müssen wir können. 2, 2. Dann würde ich mit 2200 einmal greifen. Dann würde ich gerne dann reaktivieren. Ich habe auch was. Wo ist er denn? Dann schon eins Katalysator, der sagt, wenn Monster, ein Monster zerstört wird, an dem Unterwälder beteiligt ist, dann kann ich ihn zurück auf die Hand nehmen. Ja, Chain Ray, wenn Sky Striker Link Monster das Spielfeld verlässt, durch einen Gegner kann ich sie aus dem Grave specialen. Jo, alles klar. Dann Main Phase 2. Ja.
Kannst hier einen Effekt, dann kann ich auch noch dann Effekt Salamander. Ja. Und Graffen. Gespecialt, er wird gediscardet. Dann Effekt, Target zum Schießen. Jetzt einmal die. Kannst du beide Effekte im Zug machen? Ja. Ist ja kein, also Special ist ja kein Effekt in dem Sinne. Also, das ist einfach nur Special Sound. Ja. Ja, zerstört, ne? Ja. Ja. Dann Normal Sum. Ja. Dann zwei Handgun. Special Sum? Ja. Das kannst du auch öfters machen, oder? Ja, genau, das kann ich die ganze Zeit machen. Muss halt nur ein Darkhold-Monster sein. Jo. Ich auf die Hand gebe. Und dann gehe ich. Den beiden in Nummer 38. Ja. Und dann würde ich mein. Will ich in die Endphase gehen? Würde ich gerne noch Ray aktivieren. Das ist ein Quick-Effekt, ich tribute sie. Und dann kann ich einen Sky Striker Ace aus dem Extra Deck Special. In der Endphase. Ja. Ja. Dann wird Shizuku. Dann wird Shizuku noch in der Endphase losgehen und mir eine suchen. Ja. Das wäre. Linkage. Willst du noch einmal abheben? Dann gehe ich in die Drawphase, Standby und Main. Das ist okay? Ja. Das mit dem Special ist kein Quick Effect, oder? Was von Grafen. Nee. Boah, das ist echt jung. Berlin muss sicher gehen. Dann fange ich, glaube ich, einfach damit an, dass ich die beiden mal. Linkbeschwörung benutzen. Jo. So, ich bin mit CGAs Azalea. Würde ich gerne ihren Effekt aktivieren. Wenn sie beschworen wird, kann ich eine Karte auf dem Spielfeld zerstören. Ja, okay. Das wäre, ja. Okay. Dann, wenn ich drei oder weniger Spells im Grave hätte, würde sie sich selbst zerstören, aber ich habe mehr als drei. Also. Aua. Dann würde ich weitermachen. Mit einem Afterburner. Mhm. Aber finessig. Was sagt ihr? Ich targete hier erstmal ein offenes Monster und das wird dich zerstören. Wenn ich drei oder mehr im Grave habe, kann ich dann auch noch eine Zauber- und Feinkarte zerstören. Ja, okay. Dann würde ich gerne eine Zauber- und Feinkarten zerstören. Ich sag einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann würde ich die gerne noch zerstören. Würde ich gerne in die Bedbase gehen? Jo. Würde ich gerne mit Azalea Katastro angreifen? Jo. Da würde ich gerne noch von meiner Hand Sky Striker Mobilized Linkage aktivieren. Mhm. Stimmt, Azalea geht nicht. Er sagt ja und oder. Ja. Ja, aber ich brauche ja beides. Das müssen ja Licht und Fenster sein. Ich habe Shizuku, glaube ich, dafür benutzt, ne? Ja. Dann sollen wir alles nochmal zurückdrehen. Also, ich kann auch drum spielen. Ich habe Hornet Drones, dann mache ich halt Hornet Drones damit. Dann wird die noch im Friedhof gehen. Das wird jetzt keinen großen Unterschied, glaube ich, machen. Also wenn es keinen Unterschied macht, ist mir das egal. Ich würde einfach nur Hornet Drones dafür benutzen. Ja. Ich meine, ich kann es sowieso machen, ne? Ist ja kein Problem. Ja, das ist halt Darkness und dann wird es halt gehen mit dem Ram und dem anderen. Dann gehe ich mit den beiden in einen Sieg oder in Dark oder so und dann geht das. Der habe ich jetzt angegriffen.
Dann würde ich die Linkage aktivieren. Dann würde ich sie auf den Friedhof legen, also wenn ich keine Monster in der Main-Monster-Zone habe, kann ich eine Karte zerstören und ich bin jetzt gelockt in Skystriker Ace Monster und dann habe ich eins vom Extra-Deck beschwören. Okay. Das wäre ja Hayate. Gehst mir so ein bisschen auf die Nerven irgendwie. Das ist das Deck. Würde ich direkt angreifen, einmal mit Hayate 1500 okay. Den Effekt aktivieren. Ja, das ist okay. Ich leg mir. Aus dem Friedhof. Denke ich in die zweite Mainphase. Ich nehme den Geiz. Zur Kagari. Ich würde gerne ihren Effekt aktivieren. Die Engage targeten. Jo. Dann würde ich die auch gerne aktivieren. Ja. Dann werde ich mir. Mein Deck sieht auch langsam. Ja, bei mir wird es aber auch immer weniger. Ich will gerne noch eine Karte ziehen. Jo. Dann können wir noch machen. Dann aktiviere ich Multitool. Und dann Area Zero. Dann kommt da schon mal ein Konto drauf. Dann setze ich noch eine Karte und würde gerne Area Zero auf die Verdeckte aktivieren. Ich kann jetzt hier obersten drei Karten von meinem Deck revealen. Und wenn eine Skystriker-Karte dabei ist, kann ich die auf die Hand nehmen und dann muss ich die getargete Karte auf den Friedhof legen. Also nicht eine davon, aber naja, ich habe schon so viel im Grave. Dann wird die auch nicht zerstört. Das kann ich jetzt noch retten. Dann mache ich aber mit 1. So, Shizuku. Jo. Würde ich in die Endphase gehen, dann würde ich Multitool gerne aktivieren. Ja. Das hätte mir ein Widow Anchor. Dann würde ich mir durch Shizuku eine suchen. Solange ich noch ein Target habe, muss ich einmal kurz gucken. Und. Ja, habe ich eins. Die andere Erwähnung. Was sagt die nochmal? Ich kann auf das Monster wählen, Effektmonster wählen, die Effekte negieren. Und wenn ich 3 oder mehr im Friedhof habe, kann ich das auch übernehmen. Okay. Ganz gut. Puh, alles klar, dann Draw. Ja. Standby. Ja. Main. Effekt Gates. Kosten. Ist das okay? Ja. Dann Discard. Dann Effekt zum Special. Ja. Dann würde ich gerne die Beschwörung anketten. Jo. Mit einem Widow Anchor. Auf ihn. Dann Reserve würde ich dann auch gerne übernehmen. Ja, mach den. Frech. Frech. Ich habe Angst vor den großen Bären, die im Friedhof sind. Die wird verbannt. Easier Pokémon hier. Dann würde ich Verlockung spielen. Ja. Jetzt was wäre jetzt. Wenn ich ein Bigfoot. Jetzt, das muss jetzt, das muss was werden. Jetzt, sonst. Effekt Bigfoot. Ja. Komm schon, komm schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo. Das ist eine offene Schießen, oder? Ja, genau. Die hast du nochmal. Schieße ich einmal die. Ja. Und ich glaube, dann ist das auch schon. Das ist auch schon gewesen, dann gehe ich in die Endphase. Ja. Dann bekommst du den zurück. Dann würde ich eine ziehen. Jo.
Dann würde ich gerne nochmal dasselbe Spiel machen. Jo. Wieder nichts. Das war wohl nichts. Das freut mich. Wie machen wir denn sonst weiter? Pass. Einfach passen. Nein. Muss ich gar nicht. 5000 Lebenspunkte. Ja doch, ich glaube, das wird was. Ich will mal damit anfangen, dass ich nicht eins brauche. Kann man immer machen. Vor allem den Sky Striker zu Kagari. Da würde ich einen Effekt aktivieren. Ich würde die Engage in meinem Friedhof targeten. Ja. Würde ich die auch direkt gerne aktivieren. Mhm. Entspannt. Der macht das, wenn er in den Friedhof kommt, auch, ne? Nee. Der macht ja auch nichts. Oh. Ja, doch. Gehe ich einfach in den Battle Phase. Jo. Mit 2-6 angreifen. Jo. Dann habe ich den Effekt vom Katalysator. Ja, kriegst du zurück auf der Hand. Mhm. Dabei. Wieso auch nicht? Dann würde ich in die zweite Main-Phase gehen. Ja. Dann Link 1 machen. Oh, nö, ich hab doch keine mehr. Schade. Sehr schön. Dann setze ich 2. Mhm. Vier. Jo. Dann bist du. Alles klar, dann Draw. Ja. Standby? Ja. Eieiei. So, der wird direkt wieder übernommen. Einmal. Was Target hätte ich noch? Ich würde sagen. Effekt. Wonder. Ja, warum nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, so, so machen wir es. Hier. Nee, die ist. Ja, also. Oh, ey, ich bin Mann. Komplett sehr schön. Durch. Schön. Oh, nee. Dann jetzt ein Effekt. Ja, muss ich einfach den Wolf überlegen. Ich meine, ich. Der muss ein. Beide müssen Dark World Monster bouncen, oder? Was denn? Die Rainbow und. Der Rainbow sucht mir einen Stu. Die müssen einen Dark World bauen. Ja, okay. Müssen ja. Da. Dann kannst du wir suchen. Sehr schön. Sehr schön. Das ist mein Deck. Das. Da kann ich mir direkt mal angucken, was ich hier noch so hab. Wie viele sind da noch drin? 8 Stück. Okay. Ich glaube, ich hab ein bisschen mehr als 8. Oh Gott. Das ist ja okay. Muss ich das Ding überhaupt abgeben? Dann Fact Gates. Kosten? Kosten, komm. Will ich den Cyclone? Ja. Dann kommt der Genta auch nicht wieder. Dann Effekt Donnervogel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo. 3. Mal Vogel. Lass eine zu sterben. Ja, da wähle ich. Ja, mal die. Oh. Ein schwarzes Loch. Ja, ist nicht das, was ich mir erhofft habe. Ja, ich
Ich muss probieren. Normal Sum. Macht er irgendwas? Nee. Okay. Sehr schön. Oh nee, doch, auf Resolve. Okay, ich hab grad. ja. Ich würde ihn gerne targeten. Mach das. Und dann würde ich ihn auch gerne übernehmen. Ja. Oh mein Gott. Ey. Ja, Scheiße. Dann muss ich in die Endphase gehen. Ja, dann bekommst du den zurück. Jo. Ich glaube, ich habe keine Effekte mehr. Ich habe so viele Zauberkarten. Ey. Was ist das? Würde ich in die Drawphase gehen? Jo. Standby. Was ist das für ein Game, bitte? Das ist ja. aktiviere ich noch die Engage. Ja, ja. Die Top Deck. Würde ich gerne noch eine ziehen. Spielst du 40 Karten oder mehr? Ich spiele 40 Karten. Irgendwas stimmt nicht. Sollte das reichen. Zwei, drei. Okay, ich glaube, ich in. Darf ich? Ja, klar. Wiedergeburt. Ja. So ähnlich. Duck. Der Duck wird's. Normal? Ja. Die beiden. Fern Duck? Jo. Fact Duck? Jo. Such dir was Schönes aus. Die schöne Untermittlerin. Dann. Sich die beiden. Für die Ace-Karte, die ich letztes Mal schon benutzt habe. Access Code Tracker. Effekt auf Access Code Tracker. Ja. Target mein Dark. Der bekommt jetzt 1000 Push für das Link Rating. Dann würde ich gerne seinen Effekt aktivieren. Mhm. Ich verbanne. Shizuku. Ja. Ihn gerne zerstören. Jo. Dann muss ich überlegen. Ja. Resolve. Sehr Wind. Wind. Links Wasser. Wasser. Und du brauchst noch ein anderes, ne? Ich hab alles im Friedhof. Ich hab Wasser, ich hab Feuer, ja. Ich hab Wind, ich hab Dark. Ja, dann gut. Dann würde ich das gerne noch einmal machen. Mit Feuer. Jo. Und dann würde ich die gerne noch zerstören. Oh Gott, ja. dann würde ich in die Battlefest gehen. Jo. Und mit 4-3 angreifen. Ja. Boah, 700 Leben. Vielleicht noch nicht. Würde ich in die zweite Main Phase gehen? Ja. Aktiviere nochmal Area Zero. Jo. Diesmal ist es. Jo, endlich. Kommt noch ein Dark drauf. Ja, ich glaube, ich hätte das Rear machen können, damit ich dich vielleicht killen kann. Ja, dann setze ich zwei Karten. Dann bist du. Alles klar. Dann Draw. Jo. Standby. Jo. Main. Jo. Normal Sum. Jo. Und dann war's das. Ich kann nichts mehr machen. Oh Mann. Was ein Leben ist. Wir jetzt bitte. Ich guck einmal kurz auf den Timer. Und wir haben noch 12 Minuten. 12 Minuten noch? Ja, gut. Oh Mann. Ach du Scheiße. Also. Das ging auch echt lange. Das ist frech. Ja, was machen wir da? Ja.
Dark World zu sein, das ist echt schwierig. Erstaunlicherweise. Ich meine, die ist ja sowieso second, ne? Also. Ja, das weiß man halt nicht. Vielleicht hätte ich auch First Game mit Dark World, wer weiß. So ein bisschen mit Problemen. Ob das Sinn macht, ist die Frage. Das ist immer die Frage, du. Ich hatte das gerade so dauert, aber ich brauche noch eine Karte. Und ich kann mich nicht entscheiden. Ja, das mit Dugaris, das ist schon schwierig. Ich meine, wir haben ja extra einen Würfel hingelegt, aber das ist halt, da denkst du absolut dann nicht dran. Nicht mehr, wenn man im Eifer des Gefechts ist. 15 Minuten Combo und dann ja. Hast du es vergessen. Oh, sorry. Wer darf denn anfangen? Fang du mal an. Trefferbonus. Oh, okay. Aber Summon Ray. Das Beste, was das Deck so ziemlich machen kann. Link 1. Shizuku. Jo. Hat sich zwei Karten verdeckt. Ja. Und dann entweder Shizuku-Effekt. Jo. Ich bin im Angriff auf die Hand. Dann das du. Alles klar. Dann draw. Jo. Standby. Ja. Main. Würde ich anfangen, indem ich Archive aktiviere. Archive der finsteren Welt. Die sagt, ich kann, wenn ich ein finsteren Weltmonster kontrolliere, kann ich ein finsteren Weltmonster abwerfen. Dann kriegt das Monster Push in Höhe der Stufe 100. Dann kann ich, wenn finsteren Weltmonster durch einen Karteneffekt abgeworfen wird, sie dran chainen, noch eine Karte abwerfen und zwei Karten ziehen. Genau. Das erste Mal abwerfen sind Kosten oder? Das sind immer Effekte. Okay. Ich kann nicht mit. Bei Kosten funktionieren die Effekte nicht mehr. Ja. Das sind immer Effekte. Dann würde ich einen setten. Ja. Dann Effekt Nessie. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist neu. Stimmt schön. Zieh ich eine? Ja. Dann Effekt Graffer. Target zum Schießen ist einmal die. Würde ich gerne drauf chainen. Jo. Mit Cyclam. Und die Krabbern. Aua. Das tut richtig weh. Dann machen wir weiter mit Mordmann. Ja. Danger. Der Dangerous. Das ganze Paket. Ja. Sonst macht's keinen Spaß. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo. 4, die Blende. Irgendwie immer eine 4. 8, Mann, ey. Das ist auch schön. Zieh ich eine. Another one. Dann Effekt Rainbow zum Suchen. Ja. Stufe 5 oder höher Monster. Rainbow. Abheben. Dann Normal Sum. Ja. Dann gehen wir in Dugaris und diesmal werde ich es auf keinen Fall vergessen. Sehe ich ja. Wenn ich das falsch sage. Ich kann Effekte nutzen zum Ziehen. Ja. Ich habe das Timer bei den anderen gehört. Wir haben noch 6 Minuten. 1, 2. Discard ich einmal den Bro. Ja. Effekt Bro zum Ziehen. Gönn dir. Dann würde ich als nächstes einmal Fabian Flederbisch aktivieren.
Ja. Wär früher wäre auf jeden Fall schöner gewesen. Dann aktiviere ich die Gates. Ja. Dann Effekt Gates. Jo. Kosten. Ja. Discard ziehe ich eine. Dann Effekt zum Special. Special er sich. Dann gehe ich in 2. Nutcracker. Ja. Dann Effekt Nutcracker. Jo. Target ist in dem Fall der Rainbow. Discard ich Ceruli. Das heißt, er wird gespecialt. Mhm. Dann Effekt Ceruli. Ja. Geht mir. Auf deine Seite. Dann muss ich eine Karte discarden. Das ist in dem Fall Silber. Effekt ja. Silber und du darfst 2 Handkarten drunter legen. Mhm. Finde ich schön, dass man sich die zumindest aussuchen darf. Dann Special Sum. Ja. Ich auf die Hand gebe. Dann würde ich in die Battleface gehen. Ich einmal mit. Ja, die verliert noch 200. Aber ja. Das macht, glaube ich, keinen Unterschied. Dann mit 2600, 2400. Wenn ja. Das Zauber noch verliert. Dann Effect Ray. Jo. Dann verlierst du 2400, hatte der, wie viel hat die? 1,5? 1,5 bekomme ich 900. Ja. Kann schon mal weitermachen. Dann einmal so. Dann würde ich gerne reaktivieren. Ja. Und ich kann keine Spezialbeschwerden. Mhm. Dann den Effekt auf ihn, er kann jetzt nicht mehr angreifen. Alles klar. Dann Mainphase 2. Ja. Und dann würde ich passen. Dann Drophis, Standby und Main. Jo. Das wird jetzt ein bisschen traurig, aber anders geht das glaube ich leider nicht. Normal Joy. Ja, ist okay. Diesmal habe ich keine Asse mehr, weil keine davon sind jeweils Light or Dark. Aber ich mache eine Musik. Das kann ich machen, solange ein Himmelsjäger darunter ist. Was macht die? Eben Beschleunigungseffekt aktivieren. Ich kann ein offenes Monster verbannen bis zu deiner Endphase. Würde ich gerne den Hope Harbinger bis zur Endphase verbannen. Ein Zusammeneffekt, ne? Ja. Bis Endphase jetzt. Ja. Dann würde ich gerne Engage aktivieren. Mhm. Ich nehme mir Widow Anchor. Mhm. Dann würde ich gerne den Widow Anchor aktivieren. Mhm. Auf ihn. Ich würde ihn annullieren. Und übernehmen dann wahrscheinlich. Ja. Jo. Dann würde ich gerne in die Battlefest gehen. Jo. Mit 1500 deinen Mudcracker angreifen. Der hat 1300. Ja. 200. 200 schon. Und mit 2,6 direkt. Das sind 2,8. Wie viel haben wir noch? 2 Minuten. Okay. Dann gehe ich in die zweite Mainphase. Jo. Diesmal kann ich die Azalea auch machen. Dann würde ich gerne Azalea aktivieren. Und Summon? Ja. Das kickt. 15 minus 1000. Das tut jetzt weh. Dann würde ich gerne in Tasanea Shizuku gehen. Jo. Dann würde ich abgeben. Alles klar. Dann Draw. Ja. Standby. Ja. Main. Jo. Effekt. Geht's? Ja. Ein bisschen weiter hier. Ach, ich darf nicht drohen. Ich hab's vergessen, Digga. Ich hab's wirklich vergessen. Scheiß Katalysator. Ja, Effekt Gates. Es ist zum Kotzen, Alter. Ich weiß ja. ich habe es extra noch alles gesagt. Gut, alles gut. Dann discard ich. Zieh eine. Ja. Was boah, ist das? Wer ist das so? Ja, dann krass. Effekt zum Special. Ja. Dann. Special Sum, wenn ja. Ich die auf die Hand gebe. So, jetzt Effekt Katalysator. Ja. Special, der wird discarded. Jo. Effekt zum Special. Ja.
Das ist Once Per Turn, oder? Nee, das ist alles nicht krass. Krass. Das ist ja das geil. Ja. Special Sound, den ich schon auf die Hand gebe. Dann würde ich in die Battleface gehen. Ja. Dann würde ich einmal mit 3300. Ja, bekomme ich 1500. Jo. Kann ich dann reaktivieren. Wie viel hat die? 1500. Dann. So, ja, perfekt. Jo. Die Chiri wird tatsächlich verkauft, deswegen geht das unter Scale Drain. Ich glaube, das macht keinen Unterschied. Habe ich mir die gemacht. Und dann mit 3000. Ja. Komme ich 300. Ja, nicht 300, 1500, sorry. Boah, ich helfe, wollte gerade sagen. Und dann Main Phase 2. Ja, und dann haben wir noch weniger als eine Minute. Ich guck mal, ob ich noch irgendwie. 8 Sekunden. Schnell, tu's. Ich kann nichts machen. Ciao. Standby. Main. Battle Phase. Scheiß Draw, Alter. Das gibt's. Was war das bitte für ein erstes Game? Ja, passiert halt. Lang. Sehr, ja, bei Dark World braucht sehr lange. Game Control, schwierig. Job. Hätte ich wohl echt gerne früher gesehen. Ich hätte auch gerne den Harpyen Flair auf jeden Fall gerne früher gesehen. Dann wäre es echt, dann wäre ich vollkommen. Das wäre schön gewesen. Da dachte ich, die Karte wäre auch gut gegen dich und ich dachte schon, dass du mich anfangen lassen würdest. Also, wusstest du, dass ich dich anfangen lasse? Also, was heißt wusste ich, aber habe ich mit gerechnet, dass du das vielleicht machen würdest? Ja, da habe ich letzte Woche gegen einen gespielt, da hat er auch das gespielt. Und das ist eine gute Karte. Ätzend. Eigentlich gegen Kastira eher, aber gegen dich macht er bestimmt auch viel. Ätzend, das geht gar nicht. Jo, das war dann unsere Runde mit einem Draw. Letztes Mal hat es mit meinem Win geendet im Grande Finale. Ah, ich bessere mich. Das nächste Mal gewinne ich. Jo, so. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Vergesst nicht mal vorbeizukommen und ja, schönen Abend noch.